da viele mich immer wieder nach meinen Pferden fragen, wie es denen geht und was das überhaupt für Pferde sind und wie viele Pferde ich nun habe und wie die heißen und wie alt die sind und so weiter, dachte ich, ich mache mal ein kleines Video für euch, in dem ich euch meine vierbeinige Pferdefamilie vorstelle. Mit diesem jungen Bengel hier fangen wir am besten mal an, weil ich den sowieso gleich an der Backe habe und er mir überall hin folgen wird. Das ist überhaupt nicht meiner. Ich habe nichts mit dem zu tun. Das ist der Odin. Der Odin wird nächsten Monat im Mai ein Jahr alt. Und sprich, ist also jetzt 11 Monate, ist ein Shire Horse. Und ihr seht, ne, er hat schon längere Beine als ich. Also ich bin 1,78 zum Vergleich. Das ist ein 11 Monate altes Fohlen. Ja, wir kennen seine Eltern und wir befürchten, dass er so ungefähr 1,90 wird. Und der Odin ist, wie gesagt, nicht mein Pferd, sondern der gehört meinem Freund Joscha. Aber er gehört natürlich deshalb mit zur Familie und ist seit ungefähr 6 Wochen bei uns, ist direkt vom Züchter zu uns gekommen. Die Züchter Molehillshire sind Freunde von uns. Und ja, seit meiner Begegnung mit Bella bin ich ganz großer Shire Horse Fan. Und bin jetzt sehr, sehr froh, dass auch ein Mitglied dieser wunderbaren Rasse zu meiner Familie zählt. Du bist ganz frech, du bist ganz frech. Ja, du bist sehr frech, du bist sehr frech. Oder kommst du zu mir? Das ist meine kleine Mustangstute, die Uschi. Ich möchte euch jetzt erstmal die Geschichte erzählen, weil ganz viele von euch mich auch immer fragen, wieso heißt dieses Pferd Uschi? Also, die Geschichte war folgende. Die Uschi ist 2017, also vor 3 Jahren, nach Deutschland gekommen für das Mustang Makeover Germany, das allererste Mustang Makeover, wo 15 Mustangs aus den USA von 15 Trainern hier in Deutschland trainiert wurden, 3 Monate lang, um sie dann bei einem Event auf dem Chio-Gelände in Aachen vorzustellen und zu zeigen, was sie in der Zeit alles gelernt haben. Es war vorgesehen, dass die Mustangs nach diesen 3 Monaten bei den Trainern direkt nach dem Event versteigert werden. So, das heißt, ich habe dieses Pferd bekommen, wusste, nach 3 Monaten muss ich ihr wieder abgeben. Deshalb habe ich gedacht, ich gebe dir gar keinen Namen, um mich da nicht irgendwie so dran zu hängen. Und ne, es gibt ja also bei den Indianern auch so einen weisen Spruch, der heißt, das, was du benennst oder dem du einen Namen gibst, das gehört zu dir. Und deshalb wollte ich diesem Pferd keinen Namen geben, weil ich dachte, die geht nach 3 Monaten eh wieder weg. Und da sie sich in den ersten Wochen wirklich so schwer getan hat hier und alles war für dieses Pferd fürchterlich, vielleicht haben einige von euch unsere Videos verfolgt, wir haben ja sehr viele Videos gemacht in der Zeit auch, und sie hatte vor allem Angst und alles war schrecklich. Ist ja klar, nur sie kannte ja auch nichts. Aber beim 27. Mal fand sie alles immer noch schrecklich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du bist so eine Uschi. Und irgendwann ist es dann bei diesem Namen geblieben. Dann hieß sie Uschi. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dann war es Juli, kurz vor dem Event. Und die Organisatoren von Mustang Makeover riefen mich an und sagten zu mir, ja Sandra, wie heißt denn dein Pferd? Weil wir wollen das auf so einen Banner drucken. Dann brauchen wir den Namen dafür. Und ich so, ach du Scheiße. Da habe ich gesagt, ich kann unmöglich sagen, das Pferd heißt Uschi. Also habe ich gesagt, das Pferd heißt Uschi's a Grey Beauty. Okay. Ja gut, okay. Dann hieß das Pferd jetzt also offiziell Uschi's a Grey Beauty. Inoffiziell immer noch Uschi. Das ist der Hintergrund zu dem Namen. So, Uschi. Als die Uschi vor 3 Jahren kam, war sie wahrscheinlich knapp 3. Man kann das ja nicht so genau sagen, weil die natürlich frei geboren ist. Und wenn sie in die Auffangstation kommen, dann kommt ein Tierarzt, der ungefähr schaut, wie alt die sind. Und ich hatte aber eine Pferdedentistin hier und man kann das ja bis zu einem gewissen Alter ganz genau an den Zähnen sagen, wie alt die sind. Und die war damals knapp 3, ist sie jetzt also knapp 6. Die Uschi steht ziemlich im spanischen Typ, also die ist auch ein echter Spätentwickler, aber sie hat sich hier super gemacht. Sie liebt es, mit meinen anderen Pferden zusammen hier im Offenstall zu sein. Die haben hier ganz viel Platz und stehen hier zu 6
Und das ist einfach toll. Wir haben keine Fluktuation in der Herde. Das ist natürlich super für die Pferde, sehr, sehr stressfrei. Und ich muss sagen, ich bin so happy mit ihr und ich bin so froh, dass ich sie behalten habe. Und ja, sie gehört einfach untrennbar zur Familie. In den USA ist das ja so, also es gibt ungefähr 58.000 Mustangs, jetzt nagelt mich nicht genau auf die Zahlen fest, die in Auffangstationen leben und ungefähr 50.000, die noch frei leben. Die müssen halt eingefangen werden, weil die draußen nichts zu essen haben. Die kosten den Staat dann ziemlich viel Geld und deshalb versuchen die vom BLM, vom Bureau of Land Management, immer die Mustangs an Privatleute zu übergeben. Man kann die dann nicht kaufen, sondern man kann die adoptieren. Die Uschi konnte aber verkauft werden, weil die ein sogenanntes Sales Authorized Pferd war. Das heißt, die ist dreimal hintereinander nicht adoptiert worden, in keinem Adoptionsverfahren und dann werden die zum Verkauf freigegeben, weil die ansonsten noch viel schlechtere Chancen haben, wirklich einen guten Besitzer zu finden. Und alle 15 Mustangs, die damals nach Deutschland gekommen sind, waren solche Pferde. Das heißt, die hätten in den USA überhaupt keine Zukunft gehabt. Und man kann sich jetzt drüber streiten, genauso wie man sich drüber streiten kann, ob man aus Spanien irgendwelche Straßenhunde nach Deutschland holt und die hier in die Tierheime gibt oder zur Vermittlung gibt. Genauso kann man sich drüber streiten, ob wir Pferde aus Amerika holen sollten, um die hier an den Mann zu bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jedes einzelne Schicksal zählt für mich. Ob das jetzt ein Hund aus Spanien ist, der hier ein wunderschönes Zuhause findet und dem es hier gut geht, oder ob das ein Mustang ist, der in der Auffangstation da ewig vor sich hin vegetiert hätte und ein ungewisses Schicksal gehabt hätte, der hier einfach ein schönes Zuhause gefunden hat, wo er sich wirklich wohlfühlt. Das ist ein Einzelschicksal und das ist das, was für mich zählt. Und wenn ich doch wirklich dieses eine Leben schön machen kann und diesem Tier wirklich ein schönes Zuhause bieten kann, warum soll ich das dann nicht machen? Das ist meine Einstellung dazu. Über den Rest kann man sich streiten. Also dieses Pferd ohne Kopf ist der Pepper. Dem ist es zu warm hier draußen. Der möchte jetzt seinen kühlen Kopf bewahren und hat den mal in den Stall gestreckt. Der Pepper ist mein allererstes Pferd. Der ist jetzt 22 und ich habe den seit 16 Jahren. Und der Pepper ist eine Mischung zwischen Tinker und Appaloosa. Tatsächlich der einzige, den ich kenne. Also der einzige Tinker-Appaloosa-Mischling, den ich kenne. Und ja, der Pepper ist einfach mein treuer Wegbegleiter. Ich könnte mir ein Leben ohne den Pepper überhaupt nicht vorstellen. Der ist einfach toll. Odin? Odin. Ja, mein Schatz, ist schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ja, Odin, kennst du den Typen, der immer auf den ganzen Promi-Fotos sich so dazwischen drängelt? Ja, so ähnlich bist du auch. Ja, so ähnlich bist du. Du musst auch immer überall dabei sein. Also. Wo waren wir stehen geblieben? Das Pferd ohne Kopf ist der Pepper. Was ich sagen wollte, ist, dass der Pepper ein schwieriges Exterieur hat. Er hat einen langen Rücken, einen langen Hals, einen großen Kopf, kurze Beine. Und es ist natürlich schwierig, so ein Pferd vernünftig zu trainieren. Deshalb muss man bei ihm immer ein bisschen härter arbeiten, als bei einem Pferd, was ein ideales Exterieur hat. Aber er ist einfach ein absolutes Verlasspferd und ich würde dem wirklich zu jeder Zeit mein Leben anvertrauen. Der ist einfach toll. Und dafür, dass er 22 ist, ist er noch unheimlich fit. Das Einzige, was er manchmal im Frühjahr hat, ist eine Allergie, also einen allergischen Husten. Dann inhalieren wir und dann haben wir das ganz gut im Griff. Und ihr seht schon, ne, ihm ist es jetzt ein bisschen zu warm, deshalb steht er mit dem Kopf gerne hier in den Stall rein. Dieser kleine Mann, der hier so selig schläft. Das ist der Leon, das ist der Herdenchef.
Er ist zwar der kleinste, aber auch der frechste und mutigste, muss man einfach sagen. Und er hat die anderen alle sehr, sehr gut im Griff. Der Leon ist im Januar 19 geworden. Der Leon war ein Trainingspferd von mir. Also ich habe die Grundausbildung von ihm gemacht. Das war 2007. Und 2008 ist der Besitzer von ihm dann recht krank geworden. Und dann musste Leon verkauft werden. Und dann habe ich ihn adoptiert, weil ich ihn einfach so toll fand. Und seit 11 Jahren ist Leon jetzt bei mir. Ja, ich bin das. Ja, ich bin das. Ja, ich bin das. Ja, guten Tag. Der Leon hatte vor einigen Jahren einen Sehnenschaden vorne und musste. Jetzt ärgert er sich, dass er nicht seine Ruhe hat. Und durfte fast ein Jahr lang nichts machen. Ich habe mich aber entschieden, ihn nicht in eine Box zu stellen, sondern im Offenstall zu lassen. Und das ist super abgeheilt und er ist heute wieder voll einsatzfähig und ich bin wirklich happy darüber. Denn wenn ein Pferd einmal schon so ein gewisses Alter erreicht hat, ist es natürlich schwieriger, die wieder fit zu kriegen, als wenn sie noch blutjung sind. Das ist Luna. Hat sich gerade genüsslich den Popo gejuckt. Luna ist eine rein weiße Tinkerstute und ist jetzt 20 Jahre alt. Und Luna gehört auch meinem Freund Joscha, und zwar seit sie ein Jahr alt ist. Also er hat sie auch schon als ganz, ganz junges Pferd bekommen. Und ja, Luna ist so unsere weise, alte Dame in der Herde. Bist du fertig mit Jucken? Ja? Bist du fertig mit Popokratzen? So, unsere Pferde müssen im Offenstall auch klettern. Wir haben hier verschiedene Aufgänge, auch mit Treppen, wo die schön ihre Muskeln trainieren können. Ne? Udi, ja, geh mal schnell. So, mal gucken, wo die Omi ist. Ja? Sollen wir die Omi mal besuchen? Komm, guck mal die Omi. Okay. So, das hier ist unsere Omi Lilly, die flüchtet jetzt vor dem Odin. Jetzt ist die vor dir geflüchtet. Ja, jetzt müssen wir da hinterher. Ja. Die Lilly ist schon 28 und die gehört unserer lieben Nachbarin Erika. Und die Lilly kommt aus einem Ponyverleih. Und wenn ihr die laufen seht, ne, dann denkt ihr so, um Gottes Willen, die fällt jeden Moment um. Also die ist wirklich krumm und schief. Aber es ist unglaublich, wie fit die noch ist, was für eine Lebensfreude die hat, wie schön die sich hier bewegt, auch auf unseren Treppen und auf der Hangweide. Es sieht zwar gruselig aus, aber ich glaube, sie ist hier einfach nur glücklich im Kreise ihrer Herde. Und jetzt ist sie da runtergegangen zu Uschi. Sie liebt nämlich Uschi auch. Und ach, ich finde sie einfach nur süß mit ihrer grauen Stirn. Und ich finde es total schön, wenn solche alten Pferde, die wirklich ihr Leben als Schulpferd oder als Verleihpferd gefristet haben, wirklich noch so einen schönen Lebensabend bekommen und einfach nichts mehr tun müssen und einfach lieb gehabt und betüttelt werden. Ja, du hast die Lilly auch lieb, ne? Ja, das ist deine Gouvernante, die Lilly, ne? Ja. Oh, Tipp. Und ja, deshalb bin ich ganz froh, dass die Lilly auch bei uns wohnt. Gut? Du auch, ne? Ich möchte noch was zur Haltung sagen. Haltung ist total wichtig. Ich meine natürlich die Pferdehaltung. Also, die Pferde leben hier bei mir im Offenstall. Und ich muss sagen, dass für mich die Offenstallhaltung das Einzige ist, was für mich und meine Pferde in Frage kommt. Natürlich müssen die Pferde im Offenstall genug Platz haben, aber das kommt der natürlichen Haltungsweise sehr nahe. Die stehen hier zu sechs in einer kleinen Herde zusammen. Die haben unterschiedliche Böden. Die haben Bereiche, wo die sich hinlegen können. Die haben Bereiche, wo die sich unterstellen können. Am liebsten schlafen die allerdings unter den Bäumen unten, muss man ganz ehrlich sagen. Und
Es gibt verschiedene Futterplätze und so weiter und die sind Tag und Nacht draußen oder die haben die Möglichkeit, Tag und Nacht draußen zu sein und zwar das ganze Jahr über. Ich möchte das nochmal ansprechen, weil natürlich viele Probleme, die entstehen mit Pferden, aus einer falschen Haltung kommen. Das heißt, das Pferd ist zu lange in der Box, gerade im Winter. Es gibt nicht die Möglichkeit für einen Winterauslauf oder die haben nur ein kleines Paddock. Und das reicht nicht. Die müssen auch im Winter galoppieren können, die müssen sich strecken können, die müssen auch mal bocken können, die müssen sich wälzen können. Und die brauchen Sozialkontakt, das finde ich total wichtig. Aber man muss auch schauen, also es gibt auch wirklich viele Offenställe, wo sehr, sehr viel Stress innerhalb der Herde ist, weil die Fluktuation zu groß ist, weil die Gruppen zu groß sind, weil zu wenig Fressplätze da sind, weil nur die Ranghohen ans Heu kommen und so weiter. Das geht natürlich nicht. Also es muss schon gut organisiert sein. Und dann ist es einfach wunderschön, die Pferde in so einer Herde stehen zu haben. Und ich wohne ja hier auch und ich beobachte die immer aus dem Fenster. Und es gibt für mich wirklich nichts Schöneres, als den Pferden zuzugucken. Wie die spielen, wie die schlafen, egal was die machen. Es ist einfach toll. Ich bin halt ein Pferdemädchen. Odin, wie groß bist du eigentlich?